Willkommen zu einem etwas anderen Video als sonst eigentlich gewohnt von dem Hässlichen. Ja, auch hier ist er mal wieder mit dem alten Standardspruch dabei. Ihr fragt euch jetzt, warum denn schon wieder ein nicht ein Werbevideo wollte ich schon sagen, warum denn schon wieder so ein Infovideo? In letzter Zeit hat er irgendwie das Bedürfnis, alle voll zu heulen. Nein, das ist nicht. Es gibt in nächster Zeit etwas größere Umstellungen und noch ein paar Sachen, die ich an sprechen möchte, und deswegen wollte ich mal wieder so ein Video machen. Das erste ist mal, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wenn mich schon ein paar wieder angeschrieben haben, ja, ich habe meine Abos gelöscht, von denen ich ausgegangen bin, die sind inaktiv, fertig. Da gibt es keinen größeren Sinn dahinter, ich wollte einfach die Abo-Leichen loswerden und die Leute, die nicht, meiner Meinung nach, bei mir nicht mehr zuschauen, die habe ich rausgeschmissen. Ja, so kann es gehen, aber die können mich, falls sie wieder Interesse haben, können Sie hier gerne wieder vorbeischauen. Ich habe auch wieder alles so eingerichtet, dass auch die mit meinem Kanal interagieren können. Dann ist es jetzt endlich, dank einem Menschen, der, wenn das Video sieht, weiß, wen ich meine, hat mich zum Nachdenken angeregt. Besser gesagt, zum Denken, dass meine drei Hirnzellen mal wieder etwas länger miteinander kooperieren. Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen mit meinem Schnittprogramm beschäftigt. Entschuldigung, ich muss mal Mikro hochschieben. So. Entschuldigung, komme gerade von der Arbeit, bin etwas heiser und etwas kaputt, aber das ist ja egal, das interessiert hier niemand. Wie gesagt, ich habe mich mit meinem Schnittprogramm etwas beschäftigt und habe nun endlich herausgefunden, wie ich optimal für YouTube rendern kann. Es braucht ja schon ziemlich lange, bis ich begriffen habe, wie man die Ränder rausschneidet. Jetzt habe auch ich begriffen, wie ich es für ein optimales YouTube-Format rendern kann. Die Daten sind nicht mehr so riesig groß, aber haben trotzdem immer noch bei 20 Minuten 600 bis 800 MB. Das braucht dann trotzdem seine Zeit zum Hochladen. Deswegen wollte ich euch nur informieren, dass ich jetzt auf 15 Minuten Parts zurückrudern werde. Das heißt, ich habe noch von jedem Projekt einen Part auf der Pfanne. Die sind alle noch 20 Minuten. Dann gehe ich aber wieder zurück auf 15. Das hat diesen Grund, dass die Daten dann wesentlich kleiner sind. Das heißt, ich habe nicht mehr irgendwie, weiß nicht, wie viele Stunden zum Hochladen, sondern bewege mich noch zwischen 50 bis einer Stunde. Und das ist ja noch so konform. Und da kann ich auch meinen Pseudo-Upload-Plan von alle 2 Tage ein Video, ja, kann ich mehr reden, ja. Und das finde ich halt schön, weil dann kann ich euch jetzt, da ich die Videoqualität endlich behoben habe, nämlich, dass dieses verdammte Schneien weg ist und ihr euch es jetzt endlich mal ansehen könnt, denn ich fand das schon vorher ziemlich scheiße und das hat mich richtig angekackt, aber musste halt einfach damit leben, weil ich es nicht besser gewusst habe. Und jetzt kann ich es endlich so machen, dass ihr euch die Videos ansehen könnt. Ich habe mir jetzt auch noch ein neues Headset gekauft, das man ja jetzt schon gehört hat, dass man mich auch sich anhören kann, dass man nicht viele haben mir gesagt, dass es gerauscht hat, das alte Headset. Ja, ich weiß es nicht. Und deswegen kann ich mich jetzt endlich mal auf diesem Qualitätsgrad bewegen, den ihr verdient habt. Und das finde ich schön. Dann ist das nächste, was ich ansprechen möchte. Nein, ist nicht die Videoqualität, sondern wollte halt einfach nochmal danken für alle die aktiv dabei sind mit Kommentare, PNs oder was weiß ich, die einfach dabei sind, jetzt auch nach jetzt dann bald 3 Jahren immer noch bei dem Hässlichen dabei sind. Und dafür wollte ich euch einfach mal danken, denn ihr seid die Besten und ohne euch wäre ich wohl nicht so lange dabei, wenn ihr nicht zu dem Hässlichen gehalten habt oder zu dem Typen, der aus dem Siegel geboren worden ist und auch am 22. Dezember zur Arbeit geht, wenn alle anderen sich denken, ich bleib zu Hause bei Meteoritenhagel, ist das nicht so schön, Bahn zu fahren. Dann das Letzte, das ich noch ansprechen will. Einer hat mich gefragt, kam irgendwie nicht ganz nach mit meiner Werberubrik. Ich spreche das jetzt hier auch nochmal an. Wer in der Werberubrik dabei sein will, würde ich mich einfach freuen, wenn ihr dabei sein wollt. Einfach eine PN schreibt, ganz einfach. Ich möchte gerne promoted werden. Dann gucke ich mir das mal an und dann kommt ihr entsprechend dann immer am Samstag. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich den Samstag für mich so als
rührt in der Werbetrommel Tage auserkoren habe, und das werde ich auch so durchziehen, dass ich jeden Samstag jemanden promote werde, der sich entweder beworben hat oder den ich gerade spontan gefunden habe oder den ich schon gerne mal promoten möchte. So, jetzt hat er viel geredet, jetzt hat er rumgeheult, jetzt hat er sich eingeschleimt, hat alle Sachen auf seiner Liste abgehakt, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos, die von der Qualität schon mal viel besser sein werden. Ich hoffe, ihr habt noch mehr Spaß mit den Videos, da ihr dann wieder alles erkennt, wieder, also einfach alles erkennt, besseren Audio-Sound habt. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Dann sehen wir uns in den nächsten Let's Plays. Auf Wiedersehen.